Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. So, wir müssen wieder in die Oberfläche. Ich gehe aber mal zurück in den Raum des Schreckens. Ja, das ist toll, das wird wieder ein langer Weg. Dum 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 dum. In der letzten Folge hatten wir eine super Rüstung gefunden, die uns ordentlich Pluspunkte bringt. So sieht die übrigens aus. Ja, nicht so die schickste, aber hey, die bringt was. Da will ich hin. Okay. Ach, dieses Glitzern bedeutet, dass andere Leute mit in diesen Kreis gehen und dann diese Buffs kriegen dazu. Sind gleich zwei Buffs, echt? Rettungswürfe und RK, wenn ich das richtig sehe. Ne? RK und Immunität. Ne. Doch. Doch, RK, also Rüstung ist erhöht und wir sind natürlich immun gegen die Zauberbeeinflussung. Geistesbeeinflussung meine ich. Das bewirkt der Ring. Warum ich den auf die Spinne gezaubert habe, keine Ahnung. Ich wollte ihn auf mich zaubern. So, hier hoch müssen wir. Ich weiß nur nicht, was dann passiert. Nix. Na gut, ich kann ja mal Folgendes machen. Wenn ich das finde hier. Nö. Oh, das Herz, das ist das Herz von Gulnan, einer humanoiden, schlangenähnlichen Yanti. Gulnan gehörte zu den Kreaturen aus Tiefwasser, die nach Niewende gebracht wurden, weil man sie dort für den magischen Versuch benötigt, den heulenden Tod zu heilen. Sie nutzt das Chaos während eines unerwarteten Angriffs zur Flucht und verbreitet nie gekanntes Grauen in Bettlerviertel. Aribeth wartet auf dieses Herz in der Hoffnung, dass die Überbleibsel der bösen Kreaturen doch noch zur Herstellung des Heimels gebraucht werden können. Das heißt, wir können eigentlich so direkt zurück. Ich gehe auch direkt zurück. So, da sind wir. Ja, das Jugendliche, jetzt hab ich doch. Da. Merkwürdig. Tommy, du bist wieder verreckt. Tommy stirbt doch alle 13 Folgen. Einer der Barden hier in Burg Nico. Ja, kennen wir. Ich glaube, ich habe gehört, die Fürsten. Ich habe einen Regens für das Heilmittel. Gut gemacht. Ich wusste, ihr würdet mich nicht enttäuschen. Ich hörte von den Schwierigkeiten im Bettlerviertel. Dieses böswillige Ding steckte dahinter? Als ob die Pest nicht schon Strafe genug wäre. Wo die anderen, die ich ausschickte, versagt haben, seid ihr zu einem leuchtenden Beispiel geworden. Niewinter steht in eurer Schuld. Der Kampf gegen die Pest hat die Schatzkammer von Niewinter geleert. Leider kann ich euch für alles, was ihr erreicht habt, nicht mehr als 500 Goldmünzen geben. Ich danke euch, ihr seid so großzügig. Kann ich euch sonst irgendwie helfen? Ich muss mal doch reden. Aber sicher doch. Heilen? Ich werde euch helfen, so gut es mir möglich ist. Nö. Lebt wohl. Lebt wohl. Möge der große Arsch des Spaghettis mit euch sein. Könnt ihr mich heilen? Ich grüße euch. Ja. Was? Ach du Arsch. Gut, ich weiß, wo ich meine Heilung abholen kann. Ich darf rasten. Tommy rennt doch mit hinterher, ne? Ja. Das schnell, den hätte ich vergessen. So, wir haben, wenn ich soweit ich weiß, nur noch eine
Kreatur, die übrig ist. Der verschwundene Bruder. Mein Tagebuch bei einer auffälligen Leiche im Bettlerfell gefunden. Der Mann sah wie ein Magier aus. Er wurde offenbar unter dem Weg. Der Mann hieß Markus Penhold und wurde sich mit seinem Bruder beim Helmschrein Südosten des Viertels treffen, falls es während der Untotenplage zu gefährlich werden würde. Okay, Bruder ist das Helmschrein. Den haben wir doch gefunden, ne? Lass mich mal kurz gucken. Stadttor. Ich gehe mal nochmal zurück zum Bettlerviertel. Walter, ein abhängiger Wächter vom Bettlerviertel, wurde als Gefangener im Lagerhaus der Jungs von den Schwertküssen gefunden. Ihm wurde aufgetragen, dort zu warten. Und? In den Gewölben unter den Anwesen der Kultisten-Bettlerviertel wurde der Körper von Germans Bruder Thorin gefunden. Offenbar hat sich seine Nützlichkeit für den Kult und seinen neuen Anführer erschöpft. Er trug den Ring, der Germain wohl gerne wieder haben würde. Toll, wo finde ich die tollen Leute? Oh Gott. Ich soll doch nicht etwas suchen. Bitte nicht. Hallo. Eine Yanti namens Gulnar war für all das verantwortlich. Eine Yanti? Eigentlich sind das Yanti, oder? Was zur Hölle hat eine von diesen Kreaturen in Niebelde gemacht? Wartet, das war doch eine der Kreaturen des Tiefwassers. Sie sollten doch alle verdammt sein. Ich weiß ja, dass wir ein Heilmittel dringend benötigen und das alles, aber ich habe eine gute Menge Männer an die Zombies verloren. Verdammt, wer hat diese Schlangenbestie freigelassen? Ich hoffe, ich bekomme ein paar vernünftige Antworten präsentiert, wenn ich meinen Bericht einreiche. Ja, es sollte keine Gefahr mehr drohen. Das hoffe ich auch. Ihr habt ein großes Risiko auf euch genommen, es hätte viel schlimmer ausgehen können. Ich danke euch für eure Anstrengung. Viel Glück, wo auch immer eure Pflicht hinführt. Denkt daran, Aribet darüber zu informieren, was ihr rausgefunden habt. Bla 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 bla. So, ist die Frage. Wir sind auch noch nicht ganz durch hier, merke ich gerade. Also hier ist natürlich nicht alles sicher. Ich gehe nochmal hier den Ring entlang. Zum Beispiel hier zu dem verbarrikadierten Haus. Da will ich nochmal rein. Huch. Oh. Die haben Serie erledigt. Der hat's hinter sich. Ein Sauerteigrezept. Jo, sehr schön. Ach ja, scheiße. Ich hab was vergessen. Ich muss noch verkaufen. Wisst ihr was? Das mache ich mal eben schnell. Nutz wieder den Stein dafür. Da sind wir schneller unterwegs. Huch, ist aber wirklich schnell. So, weil wir sind echt nah am Limit. Dass ich den magischen Beutel habe, ist gut, aber nicht gut genug. So. Wir zum Klingenhandel. Seid gegrüßt. So, da rein. Ich muss verkaufen. Der Händler. Hallo. So, wir sind unfreundlich. Wir kennen ja nichts anderes. Jetzt geht's ab. 320 Goldmünzen.
53. Die Bolzen. 33. 82. 300 für den Schild. Meine Notiz ist zerritzen, will ich noch nicht verkaufen. Ein Silberring. Krankheit kurieren. Ich weiß nicht, ob ich dieses Buch brauche. Ebenso wie dieses hier. So, Vampirenfalle bringen 77 am Stück. Zauber sind teilweise richtig was wert. Guckt euch das Geld an, was wir haben. Wir sind reich. Den Segnentrank behalte ich übrigens. Der könnte uns noch nützlich sein. So, die Funktionalskette. Komm, die verkaufe ich einfach. Watch-Nachricht kann auch weg. Das 500 Karma. Na cool, dann kann ich eigentlich auch gleich mit wegverkaufen hier. Die kosten 286, das ist gut. Und da gab es ordentlich was. Den Beutel behalte ich. Was ist das? Thorens Ring. Ah ne, den darf ich nicht verkaufen, das ist Quest. Da muss ich auch noch aufpassen. Ausdauer kann weg. Das brauche ich nicht. Davon habe ich schon einen. Okay. Wir sind Schlüsselsammler. Nur so am Rande. Gut, der Turmschild für 249. Die Armbrust für 618. 33. 534 waren 1172 der Penhol stecken. Krass. ...599 für die Doppelklinge. 560. 543, das sind Werte, ey. Das brauche ich glaube ich auch noch. Das packe ich mal hier unten hin. Der Streitkolben für 537, unser Alter. Und 291 für unsere alte Rüstung. Ist doch was. Cool. Achso, hier, das ist meine, den Schutzumhang nochmal für 216. Wir haben 19.000. Wir sind reich. Reich, reich, reich. Was ich mir machen möchte, ist mal eben neue Bolzen kaufen. Nur damit, so ein bisschen eindecken damit. Dass wir da nicht ausgehen. Und dann will ich auch gerne mal ein paar Tränke kaufen. Hat der ein Weisheitsamulett? Ne, ne? Schade. Ein Schutzring plus 1. Ne. Bringt ja nichts. Eine Tasche plus 1 hat er, die kaufe ich mal eben voll. Auch wenn sie teuer sind. Dann haben wir nämlich die bringen im Prinzip nur noch um so Krankheiten zu heilen. Dafür sind die ganz gut. So, ich muss Schluss machen. Ich bin am Ende meiner Kräfte. So, mittelschwere Wunden heilen will ich nochmal voll haben. Da will ich auch nochmal. Auch nicht zukaufen. Ne, abbringen, segnen nicht. Segnen habe ich, wenn das hier leer ist. So, schwere Wunden heilen. Auch sehr gerne. Ich glaube, da oben sehe ich auch kritische Wunden heilen. Auch wenn toll. Boah. Na gut, auf 5 will ich damit hoch. Was ist das? Gegengift. So.
Ja, davon auch noch einen. Gut, dann sind wir schon mal gut ausgerüstet für den Anfang. Teilweise Genesung. Kann man hier hin. Segnen kommt auch mal hoch. Kommt auch mal da unten hin. Ebenso die Bolzen. Unser Bolzenvorrat. Uiuiui, jetzt muss ich aber dringend aufhören. Wir sind doch schon drüber. So, zack, zack, zack. Uns geht's gut. Let's play and win. Part 11. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.